Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein bisschen anders, und zwar zu Fuß in der Fischbachau. Es geht auf die Kesselalm und dann lassen wir uns offen, ob wir danach noch weiter auf den Gipfel gehen. Hier habe ich euch mal kurz die Wanderschilder eingeblendet, damit ihr ein bisschen die Zeiten abschätzen könnt. Die Tour bis zum Gipfel ist gesamt mit 4,5 Stunden und 800 Höhenmetern angegeben. Also ganz normal. Alles gut. Ja, der Weg hier, der geht bis jetzt über eine Forststraße rauf, im Großen und Ganzen. Ist aber wunderschön im Wald und ich glaube, das kann man auch als Rodelbahn benutzen, denn ein bisschen mehr Schnee liegt noch. Jetzt ist ja schon Ende Februar und dementsprechend kann man schon wieder frei gehen. Auch zu Fuß kann man sich Ausblick erarbeiten. Und ja, hier ist es tatsächlich so, dass es ganz schön eisig ist. Also könnte man auch diese kleinen Spikes an den Schuhen schon brauchen teilweise. Aber es geht. Da muss man halt ein bisschen schauen, wo man gehen kann. Am Rand findet man schon immer Stellen, wo man ohne weiteres hochkommt. Ah, Jausenstopp kurz vor der Hütte. Aber es ist leider verdammt windig. Und ich esse mal einen Apfel. Habe aber auch noch Duplo dabei, ich wusste es nicht. Kesselalm erreicht, da gibt es Kaiserschmarrn. Jetzt gehen wir aber noch weiter in Richtung Breitenstein. Und schaut mal, da seht ihr auch die Alm. Das da ist sie. Und da hinten wird dann wahrscheinlich der Breitenstein kommen. Ich und mein Wanderwissen aus den Bayerischen Alpen. Naja, aber man kann ja nicht überall perfekt sich auskennen. Aber ja, am Gardasee, peinlicherweise, kenne ich mich besser aus als hier in den Kitzbüheler Alpen wiederum. Nicht, dass ihr denkt, ich bin nur weit unterwegs. Sieht schon ein bisschen anders aus. Also irgendwas davon wird dann wahrscheinlich der Breitenstein sein. Und das ist so das Coole an den Bayerischen Alpen, finde ich, dass es dann immer den Blick ins komplett Flache gibt. Ja, mit dem Wetter haben wir echt Glück gehabt, weil beim Losfahren hat es noch geregnet. Den erkenne ich jetzt. Ihr sicher auch. Der Wendelstein, da war ich natürlich auch schon oben, sogar auch schon mit dem Radl. Und ansonsten sieht es hier gerade so aus. Und uns geht's weiter zum Breitenstein. Schauen wir mal, ob wir hochkommen. Ist halt echt sauwindig und dementsprechend ganz schön frisch. Seit der Alm ist es jetzt nur noch ein normaler Wanderweg. Und im Moment auch noch verschneit. Aber super gut zu gehen. Und ja, beim Runtergehen zeige ich euch auch noch, unten sieht man, wie der aussieht, wenn kein Schnee drauf liegt. Panorama wird besser und besser. Die letzten Meter vor dem Gipfel und da ist das Kreuz. Oben, mega Ausblick, mega schönes Kreuz. Und wir haben echt so Glück mit dem Wetter. Jetzt hat es komplett aufgerissen und wir haben einen richtigen Weitblick. Da ist der Chiemsee und hier eben der Wendelstein und hinten sehen wir dann so in die Berge rein, wo ich mich besser auskenne, nach Tirol rüber. Ja, hier seht ihr aber, da ist jetzt schon wirklich noch ganz schön viel Eis dabei. Das wird sich jetzt sicher bald ändern und immer besser zum Gehen werden. Aber hier sollte man jetzt schon einigermaßen trittsicher sein und ein bisschen Bergerfahrung haben. Nicht, dass man gleich abschmiert. Oder eben, es gibt ja auch diese Aufschnall-Spikes für die Schuhe. Das ist sicher auch nicht verkehrt, wenn man die mit dabei hätte. Ja, und weil das Panorama hier oben wirklich wunderschön ist und wir das große Glück hatten, einfach ganz alleine oben sein zu dürfen, habe ich auch noch einen richtig schönen großen Panoramaschwenk mit der Insta360 für euch gemacht. Das ist natürlich echt cool. Die muss man nur ein bisschen hochhalten und ein bisschen damit rumschwingen. Und dann kann man da so ein paar kleine Spielereien machen. Und ihr könnt euch eben einfach 360 Grad den Gipfel vorstellen, was ja auch gewisse Vorzüge hat, falls man noch nicht oben war oder eben schon mal oben war und es dort wunderschön gefunden hat und sich es nochmal anschauen möchte. Also ich war wirklich absolut begeistert davon, was für einen tollen Ausblick man hier haben kann. In meinen Augen wirklich für diese paar Höhenmeter, ich meine, das ist natürlich immer Ansichtssache, aber echt ein Traum. So, das war jetzt der Gipfel vom Breitenstein. Das ist nochmal so eine Stunde von der Kesselalm. Und in Summe sind es 800 Höhenmeter von der Fischbachau aus und wird als leichte Wanderung angegeben. Ich würde sagen, wir haben so ungefähr 2 Stunden drauf gebraucht. In Summe wird die ganze Tour mit 4 Stunden 30 angegeben online. Und für die paar Meter sozusagen hat man echt einen grandiosen
Ausblick. Ja, wo muss man so eine Tour ausklingen lassen? Natürlich im Café Winkelstüber bei den größten Kuchen, die es so im Umland gibt. Da steht alles unter 300 Gramm sind Kekse. Wohl wahr. Da bin ich zu Hause. Ich habe mir gleich 2 Stück für mich gekauft, weil man soll es ja nicht untertreiben. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.